Einen bezaubernden guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe gestern meine Promo-Games zu Ende gespielt und bin jetzt Platin 5. Yay! Auf dem Weg dorthin habe ich unglaublich viel Leona gespielt, deswegen bekommt ihr jetzt auch kein Gameplay davon. Ja, nur Leona ist irgendwann langweilig. Aber fürs Rank ist es ziemlich worth, einen Champion zu mainen. Und heute wollen wir einen genaueren Blick auf Leona werfen und auf ihre Fähigkeit, eine Lane zu stompen, eine Lane zu snowballen. Naja, und jeder Mensch hat eine spezielle Beziehung zu seinem Main. Und ich erkenne auch die Schwächen meines Lieblingschampions, okay? Und auf die werden wir heute so ein Stück weit eingehen. Schauen wir also auf folgende Begegnung, denn ich darf mit Lucian hier gemeinsam gegen Nami und Vayne antreten. Das ist erstmal grundsätzlich eine Lane, die sehr, sehr schnell in beide Richtungen gehen kann. Das heißt, sollten sich Nami und Vayne irgendeinen Vorteil erarbeiten, bist du als Leona völlig useless. Denn Leona kann nur zwei Sachen. So ein bisschen wie Yasuo, merke ich gerade. Entweder sie zerstört dich completely auf der Lane, oder sie fällt super weit zurück. Das heißt, sie wird gepokt, sie wird harassed und die Tankiness fällt ab und somit ist der Engage schwierig, weil Leona kennt nur eine Richtung und ist geradeaus. Naja, und dieses Game hat beide Sachen. Das heißt, nach nur wenigen Minuten kann ich demonstrieren, zu was für einem Schaden Leona gemeinsam natürlich mit Lucian fähig ist. Die beiden synergieren erstmal sowieso wunderbar miteinander. Na, der Follow-up für Lucian ist delicious. Das heißt, in dieser Situation knallen wir einfach die Nami komplett aus der Existenz, okay? Das bedeutet, sie hatte erstens Minion-Aggro, weil sie uns vorher gepokt hat und mein E hat einfach wunderbar gesessen, ist drauf. Der Heal von Vayne kam zwar zu spät, aber er hätte auch, glaube ich, eh nichts gemacht, weil, wie gesagt, der Fisch brannte bereits. Und das ist erstmal eine gute Ausgangslage, um Leona an sich voranzubringen, okay? Wie gesagt, du musst die Lane snowballen. Denn nur wenige Momente später erkennt man eine Schwäche von ihr. Sollte es mal nicht so gut laufen, wirst du einfach zerstört. Hier muss man natürlich dazu sagen, dass Lucian sehr, sehr tief gedeift ist. Naja, das war ein bisschen zu viele Tower Shots. Und Nami bekommt nicht nur ihn als Kill, sondern ich versuche dann auch ein Powerplay und auch der Heal von ihr kam früh genug durch und wir fallen relativ hart zurück. Das ist ein Moment, wo man normalerweise die Lane als Leona wieder komplett verlieren würde, okay? Denn Nami und Vayne können hier wunderbar reinpushen, wir können nicht richtig engagen. Also wir können es schon probieren, aber das Punishment könnte relativ groß sein. Und da kommt quasi auch mein Pro-Tipp an euch, wenn ihr eine Snowball-lastige Lane spielt und das Gefühl habt, ja, da kann man auf jeden Fall noch was reißen, dann ist es not bad, wenn man den Jungler dazu holt. Das Ganze direkt oder indirekt. Ja, direkt wäre anschreiben, indirekt ist, hier ist ein Control Ward, der weiß ganz genau, ich habe eine coole Gankroute, ich bin Vayne mit Level 6, das heißt, ich kriege definitiv einen Kill, gerade wenn ich einen CC-lastige Combo habe. Und in dieser Situation ist genau das eingetreten. Das bedeutet, ich habe versucht zu engagen, habe mein E verfehlt. Das ist erstmal nie so schön, na, normalerweise gehen dann die Jungler sofort. Aber hier ist das keine große Tragödie, weil die Vayne darauf committet. Leona hat nur ihr E als Gap-Close. Wenn der raus ist, kann jeder ADC machen, was er will. Außer sie hat die Ultimate, dann ist es ein bisschen schwieriger. Aber sollte die nicht gelevelt sein, beziehungsweise noch auf Cooldown, punisht dich jede Vayne. Und das macht sie hier natürlich. Sie kriegt den Movement-Speed-Buff, sie kriegt den Slow-Buff, sie gibt mir einfach 10.000 Auto-Attacks, aber hat ihren Tumble raus und ist viel zu nah rangekommen. Das bedeutet, ich habe versucht, sie zunächst an sich zu stunnen, aber man sieht es schon, Vi kommt ran, die kriegt die gesamte CC-Chain ab und es ist vorbei. Und das war der Befreiungsschlag. Und ich persönlich würde euch den Tipp geben, versucht jeder Snowball-Lane diesen Vorteil zu geben, okay? Leona hat eindeutige Schwächen, aber wenn sie etwas kann, dann ist es auf CC zu folgen. Naja, und ab diesem Moment beginnt der Pain-Train, okay? Das heißt, ich habe Level 6, ich habe Ignite und das ist der Moment, wo man sich vor jeder Leona in Acht nehmen muss. Diese Nami hat es nicht getan. Atomexplosion, okay? Sie ist halt instant down. Hierbei ist die Zielwahl, vorausgesetzt ist ein squishy Support, eigentlich Wurst. Ihr könnt den ADC fokussieren, das macht meistens Sinn, weil er natürlich der Damage-Dealer ist. Außer bei Brand oder Zyra, da ist theoretisch sie der Damage-Dealer am Anfang. Aber in so einer Situation ist eine Nami einfacher zu erwischen als eine Vayne. Das heißt, hier können wir besagte Nami mitnehmen, aber die Vayne können wir nicht härter bestrafen. Also sie kommt halt nicht in meine Q-Range, das wäre halt ziemlich bad. Und Lucian hat halt auch ein bisschen weniger Reichweite als sie. Naja, und das Schöne an der Snowball-Lane ist, ihr könnt das jetzt die ganze Zeit tun. Der Cooldown von Leonas Ultimate ist ziemlich gut mit den Kampf- und Lane-Sequenzen vereint, sage ich mal. Das heißt, du engagest, prügelt sich ein bisschen, bleibst noch auf der Lane, pusht noch etwas raus, gehst in die Base, kaufst ein, kommst auf die Lane, hast wieder die Ult. Die Ultimate hat einfach keinen Cooldown. Das heißt, du kannst die Gank- bzw. die Engage-Frequenz ziemlich weit oben halten. Hier muss man natürlich dazu sagen, dass nicht alles perfekt ist, also es können trotzdem noch Fehler auftreten, der Gegner kann noch vieles bestrafen. Eine Vayne und Nami Lane ist im Late Game tausendmal besser als Lucian Leona, tausendmal, okay? Die outscalen dich komplett, aber das Ziel ist ja, das Ganze nicht zuzulassen. Eine Snowball Lane will im Midgame bereits alles entschieden haben. Naja, und diesen Pace haben wir quasi beibehalten, bis die erste Turret Lane down ist. Danach sammelt man sich ja so ein kleines bisschen und Leona fällt ein bisschen von der Stärke ab. Na, sie kann zwar immer noch gut engagen, ist aber nicht so stark im Peelen. Hier muss man aber dazu sagen, wir hatten ja, glaube ich, eine Akali, die hart gesmurft ist. Die hat einfach die Leute komplett destroyed. Sowas habe ich halt wirklich lange nicht mehr gesehen und auch als Kommentator nicht. Deswegen konnte ich den Schaden
null abschätzen, aber dieses Spiel konnten wir für uns entscheiden, weil wir die Lane aggressiv snowballen konnten. Das ist das Wichtigste, was es gibt. Wenn du als Leona zurückfällst, dann kriegst du ein Riesenproblem. Du hast zwar noch einen guten Engage im späteren Spielverlauf, so einen halbwegs guten, aber gegen eine Vayne Nami siehst du in der Regel schlecht aus. Auf der Lane bist du allerdings ein Zerstörer. Gut, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst mir Feedback da. Weil wie gesagt, bei diesem Spiel hatte ich keinen Bock, das zu editieren. Das war einfach wirklich zu stumpf, auch sehr, sehr kurz. Aber ich habe mir überlegt, dass ihr bei so einem Spiel deutlich mehr mitnehmen könnt. Fakt ist, ich bin jetzt Platin, Yuhei, und wir werden jetzt ein bisschen mehr Toplane und Jungle spielen, damit ihr euch auch entertained fühlt. Wenn ihr aber das Gefühl habt, yo Maxim, ab und zu wollen wir noch etwas wissenstechnisch vermittelt haben, was so ein Gameplay angeht, sagt mir gern Bescheid. Lässt sich machen. Bis dahin wünsche ich euch aber einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.